Wir sprechen gerade einfach nicht darüber, wie dämlich ich bin, okay? Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Modded Satisfactory oder Satisfactory mit Mods, wie auch immer. Wir machen mal Satisfactory mit Mods. Wo waren wir eigentlich? Ach ja, wir wollten 10 Windturbinen bauen. Dafür braucht man eine Menge Eisen. Ach du Scheiße. Ich vergaß, wir haben diese eine komische Mod da drin und naja, schauen wir es auch mal an. Wir holen uns mal ein bisschen Zeugs. Und dann fangen wir mal an. Erstmal machen wir die Eisenplatten hier fertig. Ich möchte ungern den Strom davon benutzen, sondern direkt hier vorne. Also deswegen, ich dengel das jetzt alles erstmal so zusammen. Wir brauchen den Spaß hier. Und daraus machen wir dann... Genau. Also, dann dengeln wir mal. So, das erste ist schon mal hier soweit durch. Gucken wir noch mal eben. Ich glaube, können wir uns schon mit Meilenstein auswählen. Das ist doch gut. Ich möchte nämlich Basisbau. Ja, Fundamente möchte ich nämlich haben. Das müssen wir also auch noch irgendwie dazwischen kriegen. Weil ich möchte das Ganze schon auf eine Plattform packen. Dann haben wir das wenigstens da oben drin stehen. Wie machen wir denn noch mal Beton? Beton. Für Beton brauchen wir Crushed Stone. Crushed Stone machen wir aus dem gleichen Zeug wie das. Guck mal. Wie viel brauchen wir denn hier? Da können wir jetzt einen draus machen. Okay. Oh, 250 von jeweils drei. Also 750 von dem Crushed Stone. Und Crushed Stone ist 1 zu... Daraus können wir nur das machen. Daraus können wir auch nur... Okay. Das wollen wir hier. Wir brauchen auf jeden Fall mehr von den Minern hier. Milestone Exchange concluded. Fix it freighter re-entry. So, das lassen wir. Wie viel machen wir denn? Zur To-Do-Liste hinzufügen. Ja, machen wir 3. Dann sind das 6 und 12. 6 und 12. Da steht... Ich dachte gerade, aus 231 können wir gerade mal 23... Wagen machen. Ich denke mal wieder. So, haben wir die schon mal. Dann haben wir jetzt erstes mal die 12 Stangen. Das geht ja relativ schnell. Gott sei Dank. So, die 12 Stangen haben wir schon mal, haben wir sogar mehr. Und jetzt brauchen wir, was habe ich gesagt? 6, ne? 3 haben wir. So, da müssten wir bei 7 sein. Perfekt. Dann gehen wir hier hin, dengeln uns die 3. 1. 2, 3. Da. Latschen hier wieder runter. Dahin. Und dann. Schnappen wir uns die in die Hände. Einen dahin und einen noch dahin und ballern. Ja, Weltraumlift, der wird auch noch lustig. Alles nehmen. Ja. Dann gucken wir mal. Wir brauchen jetzt 100 Eisenplatten, 150 Stangen. Also wir schließen erst den Teil ab. Wir können gerade 150 machen und so. Wir gucken jetzt mal, dass wir hier die 100 voll kriegen. Bin gleich wieder da. So. Und da sind wir. 101 Platten. Die legen wir auch schon mal hier rein. Einfach, damit ich sie nicht vergesse. Also wir packen uns jetzt alles hier rein.
was wir so brauchen. Okay, als nächstes habe ich gesagt 150 Stangen. Wenn ich das richtig sehe, wir haben noch Platz für 75. Dann machen wir doch mal diese. Dann haben wir da schon mal die Hälfte. Das lasse ich jetzt auch eben so durchlaufen, während wir zugucken. Ich weiß, das ist im Moment tierisch langweiliges Gameplay. Aber wir sind am Anfang. Wir wollen uns hier ein bisschen was aufbauen. Sehr gut. Wir haben 76 Stück. Die gehen auch schon mal hier rein. Und dann holen wir uns direkt nochmal unten was. Ich weiß, ich muss noch eine Menge dengeln. So, wie viel hast du? Ja, nehmen, egal. Nehmen, egal. Nehmen und nehmen. Guck, dahin. Ich glaube, ich werde mir dann irgendwie was bauen, dass ich. Moment. Darauf komme. Und. Ups. Dann von da aus, von da oben aus, gehe ich hin und setze mir. Oh, da komme ich so nicht hoch. Okay. Ja, vielleicht hier. Hm, könnte klappen. Würde ich dann eine Plattform machen und die Teile hinsetzen. Die ersten paar kommen allerdings auf den Boden. Die kann man ja dann umbauen. So, hier durch, darüber. Und ja, wie viel machen wir jetzt? Ziehen wir das einmal durch, damit wir genug haben, um die Materialien herzustellen. Warum war ich hierfür? Da brauchen wir das Zeug für. Das ist sehr gut, da habe ich schon eine ganze Menge. Ja, ich baller den Kram jetzt einmal hier durch. Damit wir dann, na, das wird auch alles zu Eisenbahn. Ich glaube, anders geht es auch gar nicht. Dann schauen wir weiter. Wunderbar, den haben wir durch. Jetzt gehen wir auf den nächsten, ne? So, da sind wir. Juhu. Entschuldigung. So, machen wir mal hier 74 von den Dingern. Das sollte ja relativ schnell gehen. Dieses Ding, 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 Ding macht auch einen nur leicht wahnsinnig. So. 70, 1, 2, 3, 4. Perfekt, da wollte ich hin. Jetzt liegen hier 150 drin, wenn ich richtig gerechnet habe. Juhu, 101 und. Ich möchte gerne da einen haben, teilen. So, da haben wir die 100. Jetzt brauchen wir. Quatsch, hier unten, wir brauchen Tinplates. 200 Stück. Da müssen wir noch gucken. Schrauben. Schrauben haben wir 6. Packen wir mal hier rein. 2 Tinplates auch. So, die Schrauben. Wie machen wir Schrauben? Schrauben machen wir aus Stangen. Und 2 Stangen geben 5. 200 durch 5 sind 40. Richtig? Also wir brauchen nochmal 40 Stangen. 40 Stangen gehen ja schnell. Vielleicht verrechne ich mich auch gerade komplett. Aber hey, was soll's. Aber eigentlich sollte das so passen. Natürlich sind es jetzt 41. Egal. Es sind 100. Hä? Ja, 2 Stunden. Mhm. Ja, genau. Nee, passt schon. Aber wir brauchen auch 500. Ich denke noch mal eine Runde, ne? Tschö. So, und wir sind bei 500 Schrauben, die wir machen können. Dann würde ich sagen, machen wir mal 500 Schrauben. Okay, das dauert mir auch zu lange. Ihr kennt den Spaß. Kurzer Schnitt. Hey, jetzt haben wir auch die 500 Schrauben. Wir hatten ja einmal weniger gebraucht. Na gut, wir haben getauscht. Das ist schön. So. Jetzt fehlen die Tinplates. Dafür brauchen wir die schlampigen Dinger. Dafür brauchen wir die Crushed Rubite. Crushed Rubite haben wir genug.
Wie viel können wir aus... Okay, 2 werden aus 3 Ingots gemacht. Oh Mann. Ja. Yeah. Wir dengeln einfach erstmal das Zeug hier, ne? So, da wären wir dort. Ich bin gerade am Überlegen, ob es Sinn macht, eben die Schrauben hier schon mal fertigzustellen, die ich dafür noch brauche. Das wäre jetzt, glaube ich, gar nicht so doof, ne? Und vor allem, das kriegt man ja relativ gut hier mit. Ja, ich mache das nochmal eben. So, wir können schon mal hingehen und die hier reinschmeißen. Da sind uns die schon mal aus den Füßen. Ich habe so einen Schiss davor, wie ich hier falsch drücke. Wie nachher. Ich will da meinen Stein. Wie nachher hier die. Cool. Ist ja gut, wenn man das auch lesen könnte, was da unten steht. Ah, das geht doch so. Wenn man herausfinden könnte, wie viel das dann kosten soll, wäre natürlich auch gut. Weil ich habe echt Schiss davor. Das sind ja noch die, mit, wo man auch noch die, also neben Beton, Eisenplatten braucht. Nicht, dass die Geschichte richtig teuer wird und ein Gedengel bis zum geht nie mehr. Uiuiuiui. Macht mir alles noch so ein bisschen Angst hier. Muss ich ehrlich gestehen. Aber kriegen wir hin. So, was denken wir jetzt? Wir brauchen auch noch die 100 davon. Da können wir mal eben gucken, dass wir die zusammenkriegen. Was Gott sei Dank relativ schnell geht. Ja, wir sind ja jetzt schon bei 50, die wir bauen können. Da kann ich so ein bisschen drüber labern. Das ist machbar. Aber wenn ich da die 17.000 Stück von irgendwas machen muss, das ist halt echt heftig. Ja, aber hier, das geht Gott sei Dank schnell. Dann müssen wir gleich das andere Zeug holen und daraus das eine crashen. Und dann können wir den schon mal losschicken und dann haben wir das. Das gefällt mir eigentlich. Das ist eine gute Idee. Das machen wir jetzt auch so. So, das heißt, wir holen jetzt nochmal wieder Material. Es gab doch hier so ein Crusher-Teil, das man sich holen konnte. Das wird natürlich jetzt gerade richtig helfen. So. Wie ging das nochmal? Produktion, Crusher. Okay, das eine haben wir schnell fertig. Und das Zinnzeug müssen wir sowieso machen, weil dann könnten wir uns vielleicht das ganze Hin- und Her-Gecrusher da sparen und tatsächlich mal den Strom nutzen, den wir haben, das bisschen, und dann einmal sagen, komm, hier, Baller rein. Haben wir eigentlich schon... Jo, wir haben natürlich einen kleinen Lagercontainer. Damit könnten wir auch was machen. Wir brauchen... Nee, das haben wir ja auch hier drin. Das muss ich ja nur crushen. Muss ich ja nur fertig machen hier. Die Zinnbarren. Ich zinnbare mal ein bisschen. So, wir sind fast soweit. Ich glaube, ich werde heute Nacht von diesen Ding-Ding-Ding-Ding-Ding träumen. Naja, ein bisschen Rumgedengel. Könnte auch ganz nett sein. So, ich würde sagen, wir... die 200 machen wir jetzt erstmal hiervon. Dann mache ich aber noch ein paar mehr. Ja, mal so 300 Stück. Da müsste ich doch die Möglichkeit haben, das, so einen Crusher da zu bauen. Da müssen wir noch mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ein Dingens da hinsetzen, Container und ein bisschen Förderband dazwischen. Dann können wir vielleicht wenigstens das automatisieren. Das ist die Frage, kriege ich das noch überquatscht? Nein. So, da sind wir bei der 300. Wunderbar. Damit hätten wir das. Wir haben alles für... Komm, wir legen jetzt erstmal... Wir könnten uns die... Wo sind sie? Wir haben 200 hier drin. So, das heißt, wir haben 100 Platten haben wir da. 150 Eisenstangen haben wir da, 500 da haben wir da und 200 haben wir davon da. Sehr gut. Das heißt, wir können uns gleich die Windturbinen bauen. Wir hatten aber noch einen kurzen Moment mit.
wir gucken jetzt nochmal eben, was, falsche Taste. Strom. Was bringt denn so eine Windturbine? Die bringt 10 Megawatt. Was verbraucht ihr hier? 4. Ja, ist 2. Okay, ihr müsst ein bisschen was hinsetzen. Sonnencrusher. Wir setzen uns. Wir haben im Moment 3 Rohstoffe, ne? 4. Also wir haben 3 Rohstoffe mit 4 Sachen, die wir haben wollen. 1, 2, 3, 4. Das ist machbar. Das ist gut machbar. Oder? Jetzt fehlt ja eigentlich ein Kabel. So, wie mache ich das jetzt am besten? Gehe ich erst hin, crush mir den Spaß zusammen, dass ich den Beton habe? Wie ist denn da das Verhältnis? Ach du Scheiße. Ja. Das waren 750 brauchten wir. Und für... was kriegen wir da raus? Da kriegen wir immerhin 2 raus. Das heißt, wir müssen 500 davon wegcrushen. Dann haben wir 1000. Dann ist das schon mal... Dann hätten wir den Teil abgeschlossen. Machen wir das mal eben. Okay, den Spaß haben wir jetzt zusammen. 500 hatte ich gesagt, ne? Ja. Dann... Nee, ich hätte gesagt, wir machen 1000. Ich denke mal weiter. Okay, die haben wir zusammen. Dann können wir jetzt hier die 700, die 250 machen. Oh Mann, ist das ein Hickhack hier. Dann müssen wir wieder Schrauben machen. Ich sollte erst die Windturbinen fertig machen. Dann haben wir die schon mal weg. Es ist blöd, dass ich nicht dann nebenbei weggehen kann, dass der hier weiter dengelt. Aber ich bin ja selber am Dengeln. Das ist ja... Ach ja, es ist wunderschön. Ja, guck mal, die 200 haben wir fast schon zusammen. Wenigstens musst du immer nur einmal hauen. Und wie ich heute Nacht davon träumen werde. Ach, Wahnsinn. Falls ihr euch fragt, warum ich das jetzt einfach durchlaufen lasse, ihr sollt mit mir leiden. Wobei so... Nee. Kann ich jetzt auch nicht so sagen. Eigentlich will ich ja nicht, dass ihr leidet. Ihr sollt ja Spaß bei mir haben. Und ein Abo dalassen, wenn ihr schon dabei seid. Beim Spaß haben. Und ein Daumen wäre auch toll. Und schreibt doch mal einen Kommentar, wie viel Spaß euch dieses Ding macht. Irgendwann werde ich nochmal zum richtigen YouTuber. Ey. Aber etwas abgeschlossen. Wunderbar. Ich wollte hier rumgehen und von hier aus an die Kiste. Ich dachte, ich hätte da durchgehen können. Aber wir holen uns jetzt erstmal alles rüber. Und dann fangen wir an und setzen uns eine Windturbine. Wir setzen eine dahin. So, und jetzt gab es doch irgendwie die Möglichkeit, dass man sieht, wo die noch... Gab es nicht irgendwo den Radius, den das Ding anzeigt? Oder müssen die dafür erst... die müssen erst connected sein. Okay. Das ist ein Problem. Oder? So. Okay. Das ist natürlich Windkraft, logischerweise. Ist das hier, kann man damit irgendwas machen? Schreibt doch mal in die Kommentare, ob man mit den Sachen hier was machen kann oder ob das einfach nur da dran steht, um schön auszusehen. So. Jetzt die große Frage. Wie weit muss diese entfernt sein, damit sie nochmal funktioniert, also damit die auch ordentlich was bringt?
Weil ich hätte schwören können, es gab da irgendwie so eine Anzeige, die mir gesagt hat, Kollege, war besser nicht. So, dorthin. Dann haben wir. Oh, die lassen sich Daisy chainen. Oh, das ist schön. Das wiederum gefällt mir sehr gut. So, was sagst du mir hier jetzt? Du sagst mir Windspeed 39, Efficiency 53. Gilt das jetzt für beide zusammen, wenn das Ding das gleiche da hat? Weil da waren nur 6 Megawatt. Okay. Das gilt dann auch für die zusammen. Aber ey, immerhin, wir kommen dem Ganzen ein Stückchen näher. Das heißt, hier drin wollte ich Kupferbarren machen. Kupferbarren brauche ich sowieso. Dafür brauche ich aber das Zeug und das habe ich nicht. Was wollte ich hier drin machen? Hier drin wollte ich Eisenbahn machen. Eisenbahn noch. Der ist auch wieder zurück. Wunderbar. Haben wir hier sonst noch was? Zerstörung der Natur. Forschung, fixes Baupläne, verbesserte Fertigung. Das brauchen wir alles nicht. Wollen wir nicht. Simple Conveyor Belt, ist das. Wir haben bisher noch gar keine, ne? Doch, wir haben Förderband Mark 1. Und das gibt mir ein Simple Conveyor. Das kommt doch aus Süden. Was brauche ich dafür? Moment, was brauche ich? Was? Mach mir bitte. Was? Logistik? Warum brauche ich denn jetzt Schrauben für ein Förderband? Oh. Das Ding ist anstrengend. Was brauche ich eigentlich? Wir sind ja jetzt gerade eh hier am Rumgucken. Gut, meine Pläne zerschlagen sich. Ich mag zerschlagene Pläne. Wir nehmen eine Windturbine, setzen sie hier hin und ziehen uns ein Kabel darüber und hoffen, dass dieser Abstand reicht. Wahrscheinlich nicht. Ich werde es irgendwann herausfinden, aber nicht so schnell, wie ich gehofft habe. Dann müssen wir... Hallo? Ja. Hallo Rechner, worauf hast du gerade Bock hier? Das brauchen wir gerade nicht. Ich versuche so ein bisschen gerade eine Struktur noch reinzubringen. Das lassen wir lieber. So, was brauchen wir als nächstes? Windturbine. Schraube 390. Schrauben. Wir brauchen Eisenstangen. Da können wir noch ein paar von machen. 105. Wunderbar. Kabel. Brauchen wir 20. Was brauchen wir, um Kabel zu machen? Um Kabel zu machen, brauchen wir Draht. Was brauchen wir, um Draht zu machen? Draht brauchen wir Kupferstangen. Kupferstangen können wir 94. Dann gucken wir mal, wie viel wir hinkriegen. Lassen wir das mal durchgehen. Ein großes Problem ist gerade, dass alles so teuer ist, dass es sich noch meiner Meinung nach die Automation noch nicht so lohnt, wie ich es gerne hätte. Ich kann damit vollkommen falsch liegen. Aber besser als nichts. So.
Auch guck mal, Kabel können wir schon genug machen. Dann machen wir mal Kabel. So, Kabel haben wir. Iron Wire. So, jetzt gehen uns die Dinger wieder weg. Das ist aber kein Problem, weil das ging. Das ist alles noch was, was geht hier. So, da haben wir die 60 zusammen. Easy. Und jetzt hier Eisenstange. Bam, bam, bam. So. Wir haben alles zusammen. Das heißt, ich kann mir hier Crusher hinsetzen. Crusher. Ich hoffe, dass sie mir helfen. Wo setze ich sie mir denn hin? Weißt du was? Wir crushen hier. So. 3. Und die Nummer 4. Wie viel brauchst du an Energie? Oh, du gibst direkt du gibst immer direkt beides raus. Das ist ja nett. Da hätte ich ja nur 3 gebraucht. Hast du das auch? Das ist eine geile Frage. Hey, super. Wenn ich nur 3 brauche, du machst das. Dann kann ich dich nämlich hier wieder wegmachen und hab mehr Material. Finde ich super. Finde ich ganz, ganz toll. Weil ich jetzt... dann habe ich doch jetzt auch wieder ein bisschen... Habe ich genug rum hier unten? Oh, wunderbar. Du kommst einmal hier hin. Setz dich da dran. Da dran. Und da dran. Wie viel verbrauchst du an Strom? Du verbrauchst 4. Okay. Hier. Ja. 12. Wenn sie laufen. Wir produzieren. Zu wenig. Weil wir gerade keinen Wind haben. Ja gut, solange ich nur eine Sache da reinschmeiße, ist das in Ordnung. So, damit hätten wir wenigstens den Teil schon mal so ein bisschen abgehandelt. Und ich könnte... Wie sieht es denn aus, wenn ich mir jetzt 3 Container bauen will? 3 Container. Oder spamme ich jetzt erstmal hier alles voll mit den... Weißt du was? Bevor wir das machen... Ja, die stehen hier bestimmt nicht optimal, aber egal. Die werden eh irgendwann... umgesetzt. Und es ist hier auch mein Weg zum Zeug da vorne. So, wie heißt denn das Zeug hier vorne nochmal? Wenn ich hier schon bin. Das ist Sapphirite Ore. Ist das doch selber. So. Wir... Nee. Da dran. Und jetzt haben wir nicht mehr genug. Das ist so praktisch. Hier macht ihr beiden zusammen. Schon 7. Okay. Wir holen uns jetzt... Wir dengeln uns jetzt noch ein bisschen Kupfer da. Kabel. Holy shit. Währenddessen gehen wir aber hier hin und setzen in den einen, wo wir genau das Zeug, was ich gerade abgeholt habe, wo wir das rauskriegen. Ist nämlich echt praktisch, dass der hier beides separat rausgibt, wenn ich das richtig sehe. Sapphirite Ore. Bob, du machst erstmal die 200 schon mal fertig. Dafür denke ich nämlich hier die Container. Ne? Lagercontainer hier hinten dran reinschmeißen und tschüss. Ja, dann kann ich hier den nochmal eben draufpacken. Jo, machen wir die 200 voll. Wunderbar.
Die sind sehr leise, die Maschinen. Dafür, dass die was crushen sollen, sind die sehr leise. Leute, ihr müsst an eurem Ton arbeiten. So, die haben nichts zu tun. Ist mir auch egal. Auf jeden Fall, ey, wir haben jetzt mal was automatisiert. So halbwegs. Also, wir schmeißen wenigstens nur rein und müssen nicht ding, 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 ding. Sprachherr setzte sich hier dran und machte ding, 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 ding. Wir machen erstmal 24 Gabel. Wir gehen Gott sei Dank schnell. Wir ziehen mal eben den Draht durch. Verkabeln den auch. Damit wir genug Strom haben. Und wenn wir damit durch sind, können wir uns um den Rest kümmern. Oh, wir sind schon wieder bei einer halben Stunde. Das habe ich nicht kommen sehen. Wir machen aber jetzt noch eben wenigstens diese den Strom fertig. Vielleicht hätte ich auch nicht so viele Mods auf einmal nehmen sollen. Das wäre, glaube ich, auch ganz clever gewesen. Weil ich habe gerade das Gefühl, dass die beiden Mods zusammen eine Komplexität da reinbringen, die so eigentlich nicht geplant war. Wo sind wir hier? Bei 7. Dann kommen wir. Ja, Deng. Hätte ich die eigentlich auch Daisy Chain können? Warum kann ich die hier einzeln an. Ah nee, das ist der Upper. Die Apparillos sind Daisy Chainbar? Warum sagt mir das denn keiner? Die Mod habe ich gar nicht installiert. Weil da, also, das ist etwas, was ich im echten Spiel wirklich noch gerne hätte. Dass man für so eine Fabrik, die einfach aneinander rein kann und nicht immer die Dinger von der Decke hängen lassen muss und. So. Was ist dein Problem? Too many terrible. Du bist grün. Wunderbar. Ich habe noch eine Turbine extra. Packen wir dich hin. So, du kommst dorthin. Oh, du brauchst schon 3. Wunderbar. Hören wir uns den Spaß noch? Wir holen uns die Schnecke. Komm, Nervosaurus hier. So. Das haben wir. Wenn wir jetzt aber hier hinten sind, holen wir den Kram, der hier noch drin ist, nehmen den direkt mit. Weil das war das Zeug, wo wir, glaube ich, so wenig rausgekriegt haben. Ne? Alles nehmen. Alles nehmen. Wie sieht das hier aus? Ich mache mehr Dinger hin und kriege weniger raus. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas habe ich noch nicht so richtig raus. Oder ich bin gerade so blöd und lass mich von dem Ding reinlegen. Das könnte natürlich auch sein. Gehen wir einmal hier hin. Schmeißen den Kram da rein. Okay, mehr kannst du gerade nicht. Das heißt, ich nehme hier vorne. Ich hätte gar nicht nach vorne springen müssen, ich blöd Mann. So, aber das machen wir schon mal. Wohin wollte ich? Dahin wollte ich. Wir sprechen gerade einfach nicht darüber, wie dämlich ich bin, okay? Wir machen jetzt einfach diese Folge für heute aus und sagen, guck mal, er hat ein bisschen was geschafft. Wir tun nicht so, als wäre das besonders viel. Wir tun auch nicht so viel, so als wäre es jetzt besonders wenig. Aber wir nehmen hin, jetzt sind Dinge passiert. Und wir fangen mit Automation. Ich sag mal, das war's für heute.
Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Kein Käffchen. Tschüss.